Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Lords of the Fallen. Wir haben endlich die Zitadelle gefunden. Können hier sogar speichern. So, meine 14.000 EP nehme ich weiterhin mit, weil ich sehe im Moment keinen Sinn da drin, irgendwas zu verstärken oder zu verbessern. Genau, findet Kaslo. Kämpfe dich in der Zitadelle nach oben. Hilf den Verteidigern, die Roga zu schlagen. Im Krieg begruben wir unsere Toten und trauerten um sie. Wir waren erschöpft und verletzt. Und dies forderte sein Opfer von uns. Doch es war auch ein Neuanfang. Die Richter wiesen uns den Weg. Als ihre Erben ist es unsere Pflicht, diese Gesellschaft wieder aufzubauen. Ich nehme die Bürde mit Freuden auf mich, der neue Richter und Wächter über die Menschheit zu werden. Ah, okay. So einer ist das wieder. Oh, nee, jetzt schwingt er wieder mit seinem Schwert, ne? Nee, noch nicht. Komm, mach einen normalen Schwinger. Reicht. There's the way through the Citadel. Ich guck einmal ein wenig hier rum. Vielleicht finden wir ja noch was Interessantes in den Ecken. Vielleicht muss ich einfach nur mal alle Gegner besiegen, die ich bis jetzt hatte. Weil ich nicht so ganz verstehe, warum ist eigentlich jeder meiner Verbündeten oder sonst welcher Leute immer auf der Flucht vor mir. Sie hauen immer ab, sie bleiben nie da stehen, wo sie stehen sollten. Ich gammel dann. Ah, hier kann ich doch mit ihm kommunizieren mal. Oh, ist echt schön, dich zu sehen, dicker Freund. Okay, wir haben da überhaupt nichts für eine Rune. Den List, eine mit leichten Metallplatten verstärkte Rüstung, die den Widerstand gegen physische Angriffe verbessert. Da haben wir die höhere Magierune drin, höhere Kraftrune, makellose Feuerrune und in den Leben Legenden Füßen haben wir nämlich nichts drin. Da können wir die makellose Kraftrune reinmachen, dann haben wir plus 18 physischen Widerstand noch da drauf. Da sollte er nicht so schnell rankommen. Ein anderes Rüstungsteil. Im Namen der Richter werden wir diese Welt wieder zu einem Ganzen werden lassen, ohne Adirs Einfluss. Es wird ein Leben frei von göttlicher Unterdrückung sein. So werden wir diejenigen ehren, die ihr Leben im Kampf um die Freiheit von Adir haben. Aber manchmal hasse ich es, ne? Weißt du, er bewegt sich nicht, dann greifst du an und plötzlich dreht er sich um. Übrigens, ich glaube, das ist ist das Haupttor. Da, wo ich nicht rein kann, weil es eine magische Barriere hat. Kommen die jetzt? Was ist denn da vorne für einer? So, auf jeden Fall sind die ersten hier ausgeschaltet.
Scheiße. Da ist ein Magier. Moment. Da muss ich mal ganz anders vorgehen. Wir haben doch die Magiewiderstandssplitter, ne? Oh, ist das schön. Weg, 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 weg! Boah! Nein, 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 nein! Wo kommt die her? Nein, nicht Magiewiderstand trinken! Nein! Egal, wir sind ja direkt hier in der Zitadelle. Ach komm. Ich habe so viele von den Geistrufsplittern, holen wir unsere EP einfach direkt wieder. Na, du Teetopf? Ob ich ihn einfach so rucki-zucki umnieten kann, ne, ist einfach so geil. Trotzdem, was für ein doofer Tod. Das Schlimme ist, ich habe Magiewiderstand verbraucht. Lockere 300 Schaden. Komm her, Roger. Keine macht den Roger. Die tragen gerne Toga. Kacke. Boah, der Magier ist einfach so ein beschissener Gegner. Hör auf, mich auszusaugen. Au! Egal. Müssen wir jetzt erstmal mit leben. Passe ich gerade nicht auf? Oder bin ich einfach nur scheiße? Genauso habe ich mir das gewünscht. Vorsicht, ich will Liebe mit dir machen.
Ach, eine Rune. Ist okay. Hätte lieber natürlich was anderes gehabt. Ja, genau so muss das aussehen. Ach, ein Traum. Boah, aber ihn hasse ich einfach so abgrundtief. Ach, und ich bin auch ein Idiot, ne? Wie habe ich den Magier das letzte Mal besiegt? Mit Hilfe der Sichel, weil Sichel sehr effektiv gegen Magier. Weil schmeißt ihn um. Genau, schwing doch einfach mal, was du nie machst. Ohne Kack, ich wüsste nicht, wie man die Magier vernünftig besiegen kann, ohne dass man die ständig aus den Latschen haut, mit den Sicheln zum Beispiel. Und ich weiß es immer noch nicht, wo die zwei herkamen. Meine Brüder, so sehr ich es auch will, kann ich Antanas nicht mehr als unser geistliches Oberhaupt sehen. Er beruft sich auf Prinzipien und Ehre und scheint dabei unbegrenzten Einfluss zu haben. Dabei sind Grenzen genau das, was er braucht. Er ist entschlossen, bis zum Ende zu kämpfen. Selbst wenn dieser Kampf unser Schicksal ist, kann ich sein Tun nicht gutheißen. Sieht er die Menschlichkeit in anderen nicht? Heilt er sie wirklich? Ich bezweifle es. Schließt euch mir an und teilt eure Zweifel. Sie sind wie die Kinder. Sie glauben, sich von den Fesseln der Unterdrückung befreit zu haben. Dabei sind sie nicht mehr als verlorene Seelen, jeder einzelne von ihnen. Bald werden sie begreifen, dass sie allein sind, dass sie hilflos sind. Sie werden hungernd in den Straßen liegen und sich wünschen, Adir wäre noch hier, um sich ihrer anzunehmen. So, da waren schon mal ein paar Informationen. Eine Tür, die wir mit einer Rune öffnen. Gibt es hier irgendwas Leckeres? Ach, scheiße. Diese habe ich echt nicht drauf geachtet. Und jetzt habe ich nicht drauf geachtet, ob die EP gut geschrieben wurden oder ob der noch lebt. Sieht doch so aus, weil er tot ist. Ja, die Truhe ist verschlossen, das sehe ich, mein Freund. Muss ganz kurz einen Break machen. Es hat mich geschellt. So, Entschuldigung für den kurzen Break. Jetzt werden wir erstmal uns weiter umsehen. Vor allem, ich weiß ja, dass hier vorne um die Ecke ist ja ein weiterer Roger. Einer von der ganz fiesen Sorte. Nämlich ist dieser, erste Gegner, den wir hatten damals. Vorsicht.
Aber jetzt schmetterst du schon ein erstes Schild ab. Vorsicht! Boah, gut, dass er nur einen Schlag gemacht hat. Boah, langsam geht's mir aber auf die Eier. Weil ich komme nicht weg von dem hier gerade. Ist doch eine scheiß Position, gegen ihn zu kämpfen, muss ich mal ehrlich sagen. Ja, genau. Ich wollte natürlich frontal auf den zurollen und nicht seitwärts, wie es natürlich Sinn machen würde. Schlecht. Ja, jetzt wird's richtig beschissen. Na, gut, dass hier eine Treppe ist. Hatte der vielleicht auch eine Rune dabei? Nö. Natürlich nicht. Gehörte er inzwischen zur leichteren Art. Ich habe irgendwie noch nie einen Schildstoß vernünftig benutzt. Du hässliches Ding. Na komm. Och, gibt's doch nicht, dass der so gut aushält. Okay, da unten ist ein Speicherpunkt. Aber dafür müssen wir erstmal einen Hebel finden. Du bist einfach ein Speer in der Leiche, ne? Ja, kein Hebel. Wäre ja auch komisch gewesen. Auf ein neues. Also irgendwo hier ist noch was. Ach, und mir fällt ein, ich habe glaube ich vom letzten Boss wieder das Portal vergessen, um mir meine Belohnung abzuholen. Oder war es direkt daneben? Ach, ich weiß es jetzt schon nicht mehr. Weil ich habe direkt nämlich mit dem Typen geredet. Anstatt dann nochmal zu überlegen, ja, wie wär's denn mal hier nochmal zurückzugehen. Verschlossen. Ich glaube, hier läuft was etwas Größeres hoch, oder? Und tot. Sehr schön, ne, wie die hier nebeneinander stehen. Ich dachte, ich komme mal vorbei. Na, was geht ab? War das der letzte? Du hättest hier nicht aufkreuzen müssen. Sah mir schon danach aus, als ob ihr meine Hilfe braucht. Nun gut, wir sichern das Gebiet. Kaslo ist oben mit Antanas. Sie erwarten deinen Bericht. Ich bin auf dem Weg. Ich kann nicht fassen, dass er all diese Dämonen alleine getötet hat. Ich habe schon viel Schreckliches gesehen, aber... Psst, da kommt er. Es gibt eine Ketzerei, die nie vergeben werden kann. Und das ist... sich gegen den wahren Gott
aufzulehnen. Diese Sünde ist ewig und wird noch zukünftige Generationen plagen. Unsere Kinder und Kindeskinder werden uns verfluchen, denn sie sind es, die für unsere schweren Fehler weiter leiden werden. Pfeil im Knie. Was ist das für ein Idiot, der hier durch die Krankenzimmer läuft und alles einfach niederwalzt mit seiner Rüstung? Ich glaube, das ist der Neue. Der Krieg ist gewonnen. Heute wird Geschichte geschrieben. Menschen haben einen Gott getötet. Adir wird sich nicht mehr an unserem Schicksal zu schaffen machen. Seine Priester, ihres Götzen beraubt, sind in die Schatten verschwunden. Wie Schaben, wenn man einen Stein aufhebt. Nun liegt es an uns, ihnen mit eben diesen Steinen die Köpfe einzuschlagen. Unsere Zeit ist gekommen. Ich habe gerade gedacht, da oben ist eine Klorolle, die da oben drauf steht. Ich sehe, habt ihr es geschafft. Danke nochmals für die Rettung. Ich muss euch um einen weiteren Gefallen. Stumpf! Falls ihr Zeit habt. Wie geht es deinem Arm? Nun, er ist immer noch abgetrennt, also nicht besonders gut. Aber es hat mir das Leben gerettet und so nehme ich es gern hin. Warum bist du nicht bei den anderen Mönchen? Wir verstehen uns nicht besonders, um ehrlich zu sein. Ich kann Antanas Weg nicht vollends gutheißen. Das Böse vernichten und die Opfer zurücklassen. Worum geht es? Mein Laboratorium befindet sich in einem der Türme draußen. Solange all diese Roga herumwandern, komme ich dort nicht hin. Und ich soll den Weg für dich freimachen. Genau. Ich kann mein Laboratorium nicht mit Ungeheuern teilen. Nur mit denen, die ich retten will. Ich sehe es mir an. Danke. Sagt mir Bescheid, wenn mein Laboratorium sicher ist. Habt ihr es geschafft? Ist es dort sicher? Sicherer als jetzt wird es nicht werden. Danke. Wir treffen uns dort. Ich werde gehen, sobald... Habe ich wohl zwischendurch schon mal erfüllt. Diese Bücher sind nicht nur ein Mythos, Ingmar. Es gibt sie wirklich. Ich habe sie selbst gesehen. Letzte Woche brachte Antanas sie im Schutze der Dunkelheit ins Kloster und erlaubte keinem von uns, sie auch nur zu berühren. Das müssen die Schriften sein, von denen wir so oft gesprochen haben. Die Schlüssel, Antanas erwartet euch im Thronsaal. Das Portal in andere Welten öffnen. Das ist gut. Jetzt werden wir sicher sein. Planetarium. Da sind da auch Roga. Ob das nötig war, sei dahingestellt. 23.000 EP. Muss ich aber sagen, nö. Laufe ich gern mit rum. So, fahren wir nach oben. Gucken wir mal, wer Antaras überhaupt ist, wie der aussieht. Ob der ein sympathisches Gesicht hat. Ja, Hauptsache, die haben vier Wachen davor stehen. Erstmal zerrolle ich einfach alles. Berinon wird so schnell groß. Ich habe seine ersten Worte gehört und er hat bereits zu laufen begonnen. Es erfreut ihn. Er lacht bei jedem Schritt. Es schmerzt mich, in seine Augen zu sehen.
denn es sind die seiner Mutter. Bisweilen habe ich das Gefühl, dass sie immer noch hier ist, in ihm und mich ansieht. Doch das ist nur meine Einbildung. Sie ist fort. Sie wurde mir von einem Bösen genommen, das in dieser Welt keinen Platz mehr haben wird. Dafür werde ich sorgen. Na, jetzt wo? Wie ist es dir ergangen? Wir werden keine Herrscher mehr zu sehen bekommen. Ausgezeichnet. Die Roga greifen uns aber immer noch an. Solange es keine Herrscher sind, haben wir noch eine Chance. Antanas ist in Sicherheit. Unsere Aufgabe ist erfüllt. Ich will jetzt mit ihm sprechen. Noch nicht. Es gibt noch mehr zu tun. Wir treffen uns unten im Planetarium. Warum können wir nicht jetzt reden? Antanas wird dir im Planetarium seinen Plan enthüllen. Dort ist der richtige Ort dafür. Wir treffen uns unten, sobald es sicher ist. Also, sobald ich die Viecher getötet habe im Planetarium, ne? Weil ihr versteckt euch ja hier oben hinter euren vier Wachen. Hässliches Gesindel. Wisst ihr, woher ich das weiß? Weil ich eine geile Rüstung trage. Weil ich ein Superheld bin. Arschloch-Superheld, aber insgesamt läuft. Genau, jetzt die Wache hier weg und jetzt kann ich ins Innere des Planetarium. Erstmal alles verwüsten. Ich will mal was sagen. Die Truhe findet man doch nie wieder. Ey, sei mal ganz locker. It's cool, man. Manchmal wirkt das Blocken echt unsauber. Zum Beispiel jetzt, warum habe ich den nicht getroffen an der Stelle? Also das Schild, das war bestimmt nicht im Weg. Dam, dam, dam. Allein für die Physikeffekte der Truhen haben 30 polnische Mitarbeiter 4 Jahre gearbeitet. Es hätte sogar weibliche Charaktere geben können, aber dafür hätten wir weitere 20 Mitarbeiter einstellen müssen für die Generierung bzw. Bearbeitung der Brüste. Das wäre ich mal ein schönes Schild. Die Chemie war noch nie eine sonderlich beliebte Wissenschaft. Es ist kein Wunder, dass nur wenige Schilde so gut gegen Gift schützen wie dieses hier. Aber wie immer, Stärke und Stärke haben wir nicht. Boah, mehr Glück als Verstand. Na, jetzt hau doch nicht ab. Komm her, Penis. Ich hab Liebe für dich. Na, so ist in der Art. Ah, guck mal, der Diablo-Splitter. Komm her, Roger. Dam dam da da dam und ich schwinge.
Okay. Scheiße, das ist ein Magier, ne? Das echte Problem ist, der steht unglaublich nah zu mir. Wie ich da reinkomme. Dimensionsrüstung leicht. Leichte Rüstung der ersten Erforscher der Risse zwischen den Dimensionen. Sie hat keinen Einfluss auf die Bewegungsfreiheit, unterstützt magische Kräfte enorm. Weil ihr so viele Runenplätze hat wahrscheinlich. Weg, 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 weg! Was muss ich für die Truhe erledigen? Muss ich irgendwen töten oder... Fragen über Fragen, wa? Oh, und da ist wieder so ein Dicker, ne? Dessen KI versagt! Ein Traum! Bam, bam, bam. Der Proof ist ein Bug-User. Der Proof, der Proof, der Proof. Tja. Entschuldigung. Gut gemacht, Hakin. Antanas ist hier und möchte mit dir sprechen. Unsympathisch. Hakin. Kaslo hat mir von deinen Erfolgen gegen die Roga-Hauscher erzählt. Dies ist eine Leistung, derer meine eigenen Männer nicht fähig waren. Wenn eure Männer keine schwächlichen Feiglinge wären, hätte ich meine Waffen stecken lassen. Du verstehst die wahre Natur unserer Feinde nicht. Dieser Krieg dauert schon viel zu lange und sein Preis ist viel zu hoch. Mein Volk leidet und ich kann es nicht verteidigen, solange ich an diesem gottverlassenen Ort festsitze. Und nun? Warum greifen uns die Roga überhaupt an? Adir plant, mich zu vernichten. Ich stehe für alles, was er fürchtet. Was könnte ein Gott fürchten? Ich reiße die Dämonen aus den Herzen der Menschen, Hakin. Ich mache Adirs Werk ungeschehen, direkt vor seinen Augen. Das hat seinen Zorn erweckt. Und jetzt ist er zurückgekehrt. Antanas hat gelernt, Menschen von bösen Geistern zu trennen. Er kann sie von ihrer dunklen Seite befreien. Das erregt Adirs Zorn. Da siehst du seine ganze Grausamkeit. Sollte Adir siegreich sein, werden wir alle unter seiner Regentschaft leben. Ich bin der Wächter des Volkes. Ich bin das Einzige, was zwischen ihm und Adir steht. Und ich werde diesen Kampf führen bis zu meinem letzten Atemzug. Aber jetzt sieht es schon besser für uns aus. Schlachten wurden gewonnen, doch der Krieg geht weiter, Hakin. Wir haben uns durch die Roga durchgeschlagen, um euch endlich hier rauszuholen. Nein, Hakin. Antanas ist derjenige, den die Roga suchen. Sie werden ihn jagen, wo immer er auch hingeht. Aber jetzt haben wir einen Plan, der die Schlacht direkt vor die Pforten unseres wahren Feindes trägt. Ihr meint die Roga? Nein, Hakin. Ich meine den Gott selbst. Ein Gott töten? Genug geredet, ich werde das tun! Gott kriegt man nicht alle Tage zu töten. So ist es.
Und wie soll ich das anstellen? Du musst in das Reich der Roga zurückkehren und dort die verbleibenden Herrscher töten. Sobald sie fort sind, hat Adir keine andere Wahl, als sich selbst dem Kampf zu stellen. Wenn das geschieht, kannst du ihn vernichten. Warum hält sich Adir zurück? Er ist ein Gott. Seine Herrscher haben ihn in diesem Krieg vertreten. Sobald du sie vernichtet hast, hat Adir keine andere Wahl, als selbst das Schlachtfeld zu betreten. In diesem Moment stößt du deine Klinge in sein verdorbenes Herz und beendest seine Existenz. Ich verstehe. Nicht alle Herrscher befinden sich im Tempel, Haken. Einige könnten näher am Ort des Ursprungs zu finden sein. Du wirst dies hier brauchen, um ins Herz des Roga-Reiches zu gelangen. In die Kammer der Täuschung. Jetzt sollte es dir möglich sein, mit deinem Handschuh den Weg in die Hand Gottes zu öffnen. Viel Glück im Kampf, Haken. Sollten wir uns wiedersehen, wird es zur Feier deines Sieges sein. Haken, bevor du gehst, ja? Hier geht etwas Seltsames vor sich. Ich weiß nicht genau was, aber ich werde es noch herausfinden. Schön. Diese barbarischen Roga haben mein Planetarium zerstört. Unschätzbar wertvolle Bücher wurden vernichtet. Meine Vorrichtung wurde in Stücke geschlagen. Ohne diese Stücke kann ich sie nicht richtig verwenden. Die schwerste Aufgabe liegt noch vor dir. Aber hast du etwas herausgefunden? Nichts. Dich beschäftigen andere Dinge. Whatever. Wann wär's, wer das Planetarium zerstört hat? Ich! Muhahaha! Ja, Freunde der Spiegeltour, ich sag mal, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn's heißt Let's Play Lords of the Fallen. Man kann schon gespannt sein, was noch passiert. Ja, die Truhe ist erstmal verschlossen. Da hinten war noch eine Tür. Können wir auch mal gucken, nächstes Mal, wo die hinführt. Aber erstmal werde ich speichern, denn es gibt noch andere Sachen zu tun, außer spielen. Man mag es nicht glauben. Hä? Danke nochmal, dass du mich aus dieser Zelle geholt hast und nicht diesen Lügner. Mein Bruder Simon wird vermisst. Bitte was? Ihr seid Harkin, nicht wahr? Man sagt, ihr fürchtet keinen Menschen. Ich freue mich, euch zu treffen. Ich heiße Matthäus. Mein Bruder Simon wird vermisst. Wo hast du ihn denn zuletzt gesehen? Er ist ein Mönch wie ich. Er ist möglicherweise im Weinkeller. Dort geht er recht oft mit diesen anderen Aufrührern hin. Ich hoffe nur, dass es ihm gut geht. Ich halte die Augen offen. Ich danke euch. Ich bin nur etwas verwirrt, weil sollte nicht hier ein Speicherpunkt sein? Oder war der hier oben? Er war hier oben. Alles klar. So, nun aber bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Doc.